Yay, Leute, willkommen zurück bei Mario World, Super Mario World. So, wir sind immer noch in Bowser's Burg. Ach, und ich habe das gar nicht ver... das habe ich vergessen. Ich wollte es eigentlich gescheit machen. Und das hat mich jetzt so aus der Bahn geworfen, dass ich es verplant habe. Tut mir leid, das ist so komisch aus. Das wundert mich auch selbst. Also, wenn es echt zu schlimm wird, dann... nehme ich einfach neu auf die Parts oder so. Hä? Dün, dün. Wieso stirbt er nicht? So, wir sind bei Bowser. Dum 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 dum. Hello, my friend. Ach ja. Komm, wirf eine Bombe für mich. Keine Bombe, sondern so kleine Löwen. Bam bam bam. Bam bam bam. So, das war Treffer Nummer 1. Tschüss. Oh nein, oh nein. Eigentlich kann ihm da nichts passieren, wenn er so auf einen zufliegt. Aber... Peach! Schenk mir einen Pilz. Dankeschön. Peach ist nett. Die schenkt mir einen Pilz. Dam, dam, dam. Und jetzt macht er eine Kugel. Bam. Ey, Bowser, wir sind hier nicht beim Bowling. Wow, das war aber knapp. Wahnsinn. Hat's mich jetzt gerade... Ich dachte so... Wirfst du kleine Löwen? Oh ja. Ah, ah, ah. Und... Oh, ich habe ihn aus dem Bildschirm geworfen. Das war ziemlich doof. Das war ziemlich unklug. Dum, dum, dum. Let's play Musical Super Mario World. Das war das geilste Kommentar überhaupt. Danke dafür, das war echt cool. Das hat mich zum Lachen gebracht. Bom, bom, bom. Das war jetzt ziemlich blöd. Egal, wir kriegen ja einen Pilz, ne? Peach. So, jetzt fängt die ganze Sache an, interessant zu werden. Denn dieser dumme Typ hier... Wow! Wuhuhu! Ja! Nein, oh! Oh nein, wir müssen ihn wie bei jeder anderen Runde davor auch nur zweimal treffen. Oh, und er macht nicht mal die Kugel. Ha, du bist ja blöd. Scheiße. Ich will den Pilz! Verdammt. Komm her jetzt. Bowser! Was ist da los mit mir? Oh. Wenigstens dürfen wir gleich hier anfangen. Oh Mann! Du gehst mir tierisch auf den Keks, Bowser! Warum kann Mario noch keinen Wandsprung? Dann macht er einmal Bam, Bam, dann ist er oben bei ihm in dem Flugobjekt. Kann Peach rausholen. Und alles ist gut. Alle sind glücklich. Alle sind glücklich und zufrieden. Und Bowser, was weiß ich, den sprengen wir einfach oder so. Mit einem Bomb. Ich kann nicht Bomb sagen. Also, nicht wundern. Mein Bruder lacht mich schon immer aus, deswegen sagt er, du bist 20 und kannst es immer noch nicht sagen. Und es ist tatsächlich so. Ich kann es einfach nicht sagen. Ja, wie wär's jetzt mal, wenn du triffst? Meine Fresse, ohne Witz.
Na! Mario? Treib mich nicht zur Weißglut, ehrlich. Tschüss, Bowser. Hui! Peach, gib mir einen Pilz. Danke. Der genau in den Mund getroffen, das haben wir schon oft geübt. Mhm. Bam, bam, bam. Wie spät haben wir eigentlich? 11.38 Uhr vormittags. Um 2 kommt meine Familie zum Kuchenessen. Aber der Kuchen ist nicht so gelungen. Tut mir echt... Sorry, ich kann einfach nicht backen und kochen auch nicht. Der ist mir auseinandergefallen. Also der Kuchen. Ach, scheiße. Bowser! Rau. Bam, bam, bam. Komm jetzt, ich wollte eigentlich schon im ersten Durchlauf dich besiegen, du dummer Idiot. Ich hatte mal 99 Leben! Du hast alles zerstört. Ja, komm, gib her. Oh, der war gemein. Der hätte getroffen sein hätten müssen, Dingsbums, ihr wisst schon. Wie unfair du bist, Bowser. Na gut, du bist der böse König, aber spielt ja keine Rolle. Unfair war's trotzdem. Wieso dauert das so lang? Ich bin's gar nicht mehr gewohnt. Mein Skill ist weg. Ich bin im Achterbahn am Fahren. Wow! Eine E-Mail. Ja klar, jetzt bin ich auch noch klein. Echt? Langsam reicht's mir, Fei. Ach, Fei gibt's ja wieder nicht. Langsam reicht's mir total. Und so, ne? Ah! Nein, bleib da! Ja, endlich, meine Fresse. Oh. Peach, gib mir einen Pilz. So, Bowser. Diesmal nicht, Freundchen. Ah. Bom, bom. Der kann nämlich trotzdem, obwohl er jetzt so blöd rumhüpft, immer noch, ja, der war perfekt. Immer noch, Kugeln machen. Ja! Ich hab dich besiegt, du Noob! Obwohl ich in letzter Zeit so schlecht spiele. Peach! Hallo, meine Prinzessin. Süß. Sie gibt ihm ein Bussi und der läuft knallrot an. Marios Abenteuer ist vorbei. Mario, die Prinzessin, Yoshi und seine Freunde gehen in den Urlaub. Feuerwerk. Yay! Wisst ihr, dass ich in 5 Monaten schon seit einem Jahr Let's Playe? Wow. Oh, ein Herz! Das letzte war ein Herz! Ja, toll. Wer hat das Feuerwerk gemacht? Denkt mal drüber nach. Wonderful. So, Hideki Kono war der Map Director und der Programm war Toshihiko Nagako Nakago. Och Gott, oh Gott. So, wunderschönes Spiel. Aber Leute, es ist noch nicht vorbei. Denn es kommt ja noch die Sternwelt. Na, viel Spaß. Oh. Da geht's erst richtig los mit Failen, ich schwör's. Oh weia, da könnt ihr auf euch was gefasst machen.
Oh, weia, oh, weia. Aber jetzt lasse ich euch mal das Gegenteil von Intro anschauen. Abspann, Abspann! Abspann genießen, so. Thank you. Ja, kein Problem, Alter. So, hier haben wir noch die Tiernamen. Parabomb, Paragumba, Fischin, Lakitu, Lakitu, Spinny, Bomb, Wiggler, Amazing Flying Hammer Brother, Super Cooper, Jumpin' Piranha Plant, Chardin Chuck und irgendwelche Pflanzen, die Feuer schießen können. Ich hab's jetzt nicht gelesen. Monkey Maulwurf, Bullet Bill, Pocky. T-Rex. Eigentlich nur Rex, aber spielt ja keine. Banzai Bill. Woo! Dino Reno und Dino Torch. Oh, die Koopas. Es fehlt einer. Nein, doch nicht. Okay. Spike Top, Swoopas, Boozy Beetle und Blarch. Cool, dass die Blarch heißen, weil die machen Blarch. Blurps, Stachelfisch, Barschwa, Ripwanfisch, also Pinguinfische, ne? Boohoo-Geister, Fishing Boo, The Big Boo, Eeries, aha. Die kleinen Sonnen und die große Sonne. Twomp. Ich bin mir viel zu voll, die Namen zu merken. Ich habe das schon tausendmal gespielt, aber ich weiß Koopa und Goomba. Ach so, und Fishbone, ja. Das war's aber auch. Wobei die ja in Deutsch wieder ganz anders heißen, glaube ich. Oh Gott, hey, bleib mir bloß mit denen vom Leib. Ich bin froh, dass ich die nicht mehr sehen muss. Mega Koopas. Also kleine Löwen. Die ganzen Bösse. Bowser, Roy Cooper, Wendy O. Cooper, Larry Cooper, Ludwig von Cooper, bla bla bla, Cooper. The End. Oh nein. Das ist der Beweis, dass es sich auch dem Ende zuneigt. Dieses tolle Spiel. Hallo? Ich darf nichts mehr drücken. Hallo? Deswegen würde ich sagen, beende ich diesen Part jetzt und wir sehen uns das nächste Mal. Beim ersten Portal zur Sternenwelt wieder. Das heißt, in der ersten Welt... Nein, nach der ersten Burg. Also in der Welt von der zweiten Burg. Ihr wisst schon, ne? Bis dann und tschüssi, ich hab euch so gern. Ihr seid meine treuen Fans. Bis dann.